Hau ab! Geh weg! Misty! So, Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Alien Isolation im Albtraummodus. Wir haben in der letzten Folge eine kleine Rückblende gesehen und haben dazu auch noch vom guten Marshall Waits nun einen Flammenwerfer bekommen, mit dem wir nun hoffentlich das Vieh, ja, ein wenig in die Flucht schlagen können. Hoffe ich zumindest mal. Und wir sollen jetzt, glaube ich, versuchen, das Alien einzusperren. Das machen wir jetzt natürlich nochmal. Ich schaue nochmal ganz kurz hier hinein. Ist hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Terminal. Ach, guck mal, hier liegt noch was auf dem Boden. Eine Batterie. Das ist doch wundervoll. Da juckt mir glatt das Auge. Erstmal das Auge hier rausreißen. Text. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst die Audiologs gehen mir langsam auf die Nerven. Na gut, okay. Warte mal, habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ich habe mich ja eigentlich beim letzten Mal schon ein wenig umgeschaut. Ach, hier können wir nochmal reingehen. Alles klar. Gucken wir auch nochmal kurz rein. Ob hier noch irgendwas ist von Interesse. Hier ist noch ein Kasten. Revolvermunition. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier ist noch eine Ausweiskarte. Hier können wir leider nicht rein. Gut, dann würde ich sagen, wir latschen jetzt mal los. Wir haben ja schon wieder einen Marker auf dem Scanner drauf. Achso, ich dachte, da liegt gerade noch irgendwas. So. Also. Oh, ich kriege die ganze Zeit so Paranoia, weil hier die ganze Zeit immer alles aufblinkt wegen den netten Herren. Was haben die denn? Wie die hier wieder rumstehen, so richtig. Wer sehe ich mit dir mal prügeln? Der sieht so auf Stress aus. Guckt euch das mal an. Ey, Junge, was willst du, ey? Na gut, pass mal auf, die lassen wir einfach mal. Wir machen jetzt auch wirklich mal weiter. Piep, 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 piep. Das Problem ist, wenn wir die ganze Zeit hier was auf dem Schirm haben, können wir jetzt nicht sehen, ob irgendwas vor uns ist, glaube ich. Jedenfalls nicht so gut. Oder erkennen es jedenfalls nicht so schnell. So, einmal die Tür auf. Ich bin viel zu... Ripley, sind Sie auf dem Weg? Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sebastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Samuels ist ein Androide? Warum sagt mir niemand das? Na gut, das erklärt auch einiges, warum er so höflich ist und sowas. Meine Nase juckt. Scheiße. Boah, Alter, was ist da los? So, Samuels ist anscheinend ein Androide. Warum sagt uns das denn niemand? Von uns hat das auch niemand vorher irgendwie gesagt. Sie ist überhaupt nicht überrascht oder so. Na gut, auf jeden Fall, wir sollen jetzt, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Ich guck mal, hier hinten liegt noch eine Kiste. Ich wollte mich nochmal ganz kurz hier umschauen. Ist ja mal ganz wichtig in diesen Spielen. Naja, eigentlich eher weniger, aber ich mach's trotzdem. Also, hier geht's lang. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal gleich wieder mit dem Transit fahren. Hier ist wieder ein Kasten. Immer wieder nichts drin, wie auch immer. Keep out. Ja, kennen wir ja schon. Da kommen wir nicht durch. So. Und ich würde sagen, wir speichern auch nochmal ganz kurz. Und zwar hier. So. Ich finde das toll, dass in jeder Transitzentrale, dass da immer einmal so ein schöner Speicherpunkt ist. Finde ich gut. Finde ich wirklich toll. Finde ich, das ist einfach mal lobenswert. So, hier geht's anscheinend weiter. Und während der Transit gerufen wird, schaue ich mich nochmal ganz kurz ein wenig um, ob hier noch irgendwas von Interesse rumliegt. Wahrscheinlich werden wir wieder ganz tolle Kästen finden, wo wieder nichts drin ist. Da ist nichts. Den hat schon jemand durchsucht, wie es aussieht. Nichts. Gut. Transit kommt auch gerade. Das kommt ja wie gelegen.
Oh, mach doch mal hin, Alter. Ist ja genauso schlimm wie die Deutsche Bahn, ey. Deutscher Transit. Ja, schön. Gut. Dann einmal heile die Ho, los die los. Irgendwie so, keine Ahnung. Gehen Sie zu Lawrence Sistek-Turm. Machen wir, liebes Spiel. Machen wir. Bin dabei. Ganz ruhig. Ja, ganz, ganz ruhig, liebes Spiel. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Ja, ich will nicht. Ich hab Angst, weil ich ganz genau weiß, gleich wird es wieder zur Sache gehen. Es war gerade eben noch sehr entspannt gewesen, aber gleich wird es auf jeden Fall wieder, ne, ordentlich hier. Wisst ihr Bescheid? So. Und da sind wir auch schon. Jedenfalls schon im schwarzen Ladebildschirm. So. Alte Stelle für Sixen Communication Technologies. Ich bin im Sistek-Turm. Exoplanet Solution. So. Es werden Störungen gemeldet. Was? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Oh, scheiße. Ja, da geht's auch schon wieder los. Guck mal, Schnuppi ist auf jeden Fall wieder mit am Stüssel. Was bedeutet, wir sollten uns leise verhalten, glaube ich. Hat auf jeden Fall Vorteile. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Sag mal, das, soll das so sein? Ich, ah ja, klar, warum nicht? Da hat wohl jemand die Tür geklaut. Ich glaube, Herr Bimmelkopf war's. Der hat die wahrscheinlich schon auf eBay gestellt. Na super. Fehlt einfach mal die Tür. Nee, ich glaube, das ist jetzt einfach wohl irgendwie ein Bug. Warum? Warum fehlt denn eine Tür? Das habe ich auch noch nie gesehen. So, fehlt einfach eine Tür. Super. Kann die nicht mal da fehlen, wo wir nie durchkommen? Komme ich hier rein? Ah, geil. Hier können wir einmal einen Sicherheitsgenerator benutzen. Machen wir nochmal eben kurz, ja? Machen wir nochmal eben kurz. Geht ja gleich weiter, liebe Freunde. Geht ja gleich weiter. Einmal so und einmal so. Und das hätten wir Code akzeptiert. System. Irgendwas. Weiß ich nicht. Tür geht auf. Und wir finden hier Dinge vor. Wie zum Beispiel keinen Loot. Ich mag keinen Loot. Gut, dass wir wieder keinen Loot finden. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Hier, Komponente B. Wow, das ist, ja, das hat sich mega gelohnt. Was ist hier? Warte mal, ich mach mal wieder hier. Erstbericht des wissenschaftlichen Offiziers. Ich wurde auf den Nostromo versetzt. Die entsprechenden Papiere sind geschrieben und ich habe Zugriff auf den Mutter 6000 Hauptcomputer des Schiffs. Captain Dallas und der leitende Offizier scheinen von meinem Äußeren irritiert, aber das war zu erwarten. Jetzt bleibt nur noch auf eine produktive Reise zu hoffen. Ash, Ende. Ash. Ash. Ich hasse Ash, wirklich. Ich hab den, boah, das ist so. Guckt euch den Film sonst einfach mal an, Alter. Dann werdet ihr schon wissen, warum ich Ash, dieses kleine Arschloch. Weil eigentlich kann er ja kein Arschloch sein, weil, egal. Sollen wir jetzt hier, sind wir überhaupt richtig? Nö. Tobi läuft mal wieder in die völlig falsche Richtung, ist auch egal, dafür haben wir jetzt Komponente B gefunden. Das war sehr wichtig. Das war aber, glaube ich, wieder einer dieser Audio-Logs, die nämlich jetzt auf dem ganzen Schiff verteilt sind, die nämlich normalerweise auf dem Flugschreiber sein müssen. Was ich mich jetzt nur frage, warum die jetzt auf dem ganzen Schiff irgendwo verteilt sind, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ash. So. Oh, Pimmelkopf, Alter. Der mit seinen blöden Schächten hier, die gehen seit seinen Turnschuh gequietsche. Hat sich wahrscheinlich wieder neue Sneakers gekauft. Wollen wir nochmal komm, ich speichere nochmal kurz. Ich komme heute echt nicht zu Potte, Entschuldigung. Es tut mir leid. Aber so ist es nun mal. Dafür gibt es eben halt längere Folgen, wisst ihr ja. Was macht überhaupt die, ja, ich sollte vielleicht mal ein bisschen Gummi geben. Hier kommen wir nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein, weil wir mal wieder den Plasmaschneider nicht los, nicht mit haben. So. Ach, hier sind wir. Oh nein, wir sind hier wieder. Oh nee.
Ich will dich mal kurz reinschauen. Was? Warum sind wir tot? Warum sind wir... Was? Was? Hä? Warum sind wir tot? Hä? Hä? Ich bin in den Raum reingegangen, da... plötzlich... Boom, alles hier... Allahu Akbar... Was? Was war da gerade los, Alter? Kann mir das mal jemand kurz erklären? Hä? Ich glaube, wir sollten nicht in den Raum reingehen, habe ich das Gefühl. Da hinten an den Rohren ist eben irgendwas hochgegangen. Warum? Warum? Und auf der anderen Seite kommen wir nicht rein. Tür verschlossen. Gut, das ist schön. Ich mag das Spiel. Also hier können wir Schleider, hier können wir Schleider nicht reingehen. Schade. Schlade. So, also geht's jetzt weiter. Hier war ja wieder dieser Aufenthaltsraum. Wir werden bald schlafen müssen. Scheiße. Ich pack das nicht viel länger. Hallo? Guten Tag. Ich hole mal kurz die Revolver raus, aus Sicherheitsgründen. Ich werde denen aber erstmal nichts tun. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Okay, der hat uns nicht gesehen, Alter. Hör auf zu husten! Die Station ist wie ein Friedhof. Scheiße, wie macht mir das? Ich darf jetzt nicht schießen, sonst kommt Pimmelkopf nämlich. Ich euch gefunden hab. Sieht er uns? Der sieht uns nicht. Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Ach, das sind Verbündete. Und ich schleiche hier die ganze Zeit rum. Ich wollte gerade von hinten kommen, den einen übernatzen. Mit unserer, hier, wisst ihr, ne? Und dann fängt die einfach an, mit dem zu labern. Revolver-Munition, yay! Dann sind das Verbündete gewesen. Oh, ich bin noch... Da wollte ich gerade hinter den schleichen und dann wams, einmal voll eine von hinten rüberhauen. Ist ja. Wer war das schon wieder gewesen? Oh, wer hat hier schon wieder so eine Sauerei gemacht? Ich glaube das wirklich nicht. Oh, Leute. Oder waren wir das? Machen wir Fußspuren? Schade, wir machen keine Fußspuren. Das finde ich doof. Das finde ich echt schade. In Outlast ging das. Das finde ich doof, aber ich würde jetzt auch nochmal erwarten, dass das jemand nochmal wegwischt, weil das kannst du ja nicht so lassen, das geht nicht. Also auch wenn hier gerade ein Alien unterwegs ist, ein bisschen für Ordnung muss hier schon gesorgt werden, ne? Auch wenn jetzt alles total außer Kontrolle gerät. So, dann können wir uns aber hier auf jeden Fall nochmal ordentlich umschauen. In Ruhe umschauen, nicht ordentlich. Auch ordentlich, aber auch in Ruhe. Was? Die Kreatur ist hier, sie müssen hier verschwinden. Wo sollen wir denn jetzt noch hin? Das Einkaufszentrum beim Marshall-Büro ist der sicherste Ort. Okay, danke. Okay, danke. Ich schreie extra richtig schön laut, damit das Alien uns hört. Immer die Ruhe bewahren. Schön. Ist zum Glück alles logisch. So. Hier wieder das Frisch... Alter, das hat sich wieder von alleine aufgestellt. Lag das nicht... Das lag doch, als wir das letzte Mal hier waren. Ich erinnere mich. Was ist da los? Ich glaube, das frisch gewischt ist in Wirklichkeit der echte wahre Übeltäter. Der echte wahre Übeltäter. Der echte Übeltäter in diesem Spiel. Waits, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Ah, cool. Okay, also wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Hier waren wir ja schon mal gewesen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn wir das Alien einsperren, es wird nichts helfen. Einfach aus dem Grunde, weil nämlich das frisch gewischt nämlich der wahre Übeltäter ist. In Wirklichkeit heißt das Spiel auch gar nicht Alien Isolation, sondern frisch gewischt Schild.
Isolation. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Merkt euch das, liebe Freunde, merkt euch das. Wenn ihr irgendwo ein frisch gewischtelt seht, lauft. Lauft um euer Leben, wirklich. Das sowas darf man einfach nicht unterschätzen. Macht den Rest der Welt darauf aufmerksam. Das sind ganz böse, widerliche Kreaturen. So. hier wieder Zigaretten. Achso, klar. Hier steht einfach mal jetzt eine Wodkaflasche. Ne, Jack Daniels Flasche meine ich natürlich. Wodka. Die hat da irgendwer hingestellt. Wollten da wahrscheinlich Party im Fahrstuhl machen, aber wurden dann getötet. Gut. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Okay, alles klar. Machen wir. Ich schleiche hier mal wieder ein bisschen, ja. Weil ich ganz genau weiß, dass das Vieh gleich höchstwahrscheinlich wieder mit uns ein bisschen Spaß haben will. Und ich will es erst gar nicht irgendwie auf uns aufmerksam machen, so wir. Ich mache eben Terminal und dann speichern wir. Sonst muss ich das immer wieder neu machen, falls wir sterben sollten. So, Sevastolink. So, ja, hier wieder so. So. Fehler, Zubehör. Hier, Fehler, Türkontrolle. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Na, das kann ja witzig werden. Da freue ich mich ja schon drauf. Da kommen wir auch noch rein. Und der liebe Wackelvogel ist auch wieder mit am Start. Das finde ich gut. Finde ich gut. Wackelvogel ist immer toll. Ba. Oh nö. Oh nö, nicht der. Oh nein. Der hat weiße Augen? Bist du lieber Androide? Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Ja, das weiß ich. Das ist ein lieber Androide, ja. Das ist einer von den netten 1&1 Androiden, die auch gerne mal den WLAN-Router reparieren. Das ist schön. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Mir wird hier alles richtig angezeigt. Hier wahrscheinlich rein, ne? Haben wir eben aufgemacht. Ich werde jetzt grundsätzlich nur schleichen. Guck mal, da steht eine Gitarre. Damit können wir dem Alien einen überbraten. Ich meine natürlich den frisch gewischtelt. Sag mal, was macht eigentlich... Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch für die Folge. Ich muss hier immer gucken. Ist so ungewohnt für mich, weil ich habe ja vorher immer einmal in einem Rutsch immer aufgenommen. Und inzwischen mache ich das echt so, dass ich jede Folge an- und abmoderiere. Hier hat wieder jemand einen Mülleimer umgeworfen. Finde ich, geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Ich mache, glaube ich, nochmal eine Durchsage auf dem Schiff. Derjenige, der den Mülleimer hier umgeworfen hat, soll sich schleunigst darum kümmern. Ansonsten gibt es erstmal die nächsten Monate keinen Urlaub. So, Karte, die total unnötig ist. Hier. Das Böse in Materie. Oh mein Gott. Ich mache einen großen Bogen um das Ding herum. Frisch gewischt Schild. Bleib mir weg. Bleib, wo du bist, Freundchen. Bleib, wo du bist. Ich hab dich im Auge. Das ist zu viel für mich. Ein Schuh. Ein Schuh kommt selten alleine. In diesem Fall ist es aber leider so. Das ist doof. Ich habe ein bisschen Bammel vor den Androiden, ne? Ich glaube, der wird gleich nochmal vielleicht ein bisschen pissig auf uns werden. So, hier können wir reingehen. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Alien ist noch im Lüftungsschacht, also von daher ist noch alles gut. Was heißt gut? Für die Verhältnisse auf jeden Fall gut. Alter, was hat er da... Boah,
Ich dachte gerade echt, das Vieh steht denn da uns. Da faucht irgendwas im Hintergrund. Oh, hör doch auf. Dreckspiel. So, hier ist nichts. Von Interesse jedenfalls. Halt die Fresse da, Vader. Hier liegt wieder ein Pornoheft. Super gut, ne? Impfpistole. Das ist sehr schön. Ich bin gerade mal gucken, ob wir... Komm, wir bauen noch mal einen Geräuschmacher. Weil wir haben jetzt ja so viel gesammelt. Und wir haben ja kaum was davon bis jetzt benutzt, ne? Blendgranate, Molly. Molly würde ich gerne mal bauen. Oh, eine Rohrbombe. Eine Rohrbombe. Rohrbombe finde ich gut. Da freut sich der Gandalf AD. Scheiße, jetzt habe ich... So, Grüße gehen natürlich raus auf, an Gandalf AD, ne? Falls du das sehen solltest. Ich gehe erstmal hier kurz rein. Wo sind wir hier genau? Wenn ich fragen darf. Schrott. Ja, Schrott ist immer gut. Schrott ist schön, Schrott ist gut. Schrott macht mir Mut. Und hier können wir mal wieder ein Terminal hacken. So. 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 Code akzeptiert. So muss ich übrigens auch jedes Mal auf meinen Computer zugreifen, wenn ich den erstmal anmache. Erstmal so ein, Hacker-Teil, so ein Nintendo-Teil da rausholen und dann wird erstmal der Computer gehackt. Weil ich mein Passwort vergessen habe. Das, ja. So. Fehler ist. Ach doch, hier, guck mal, Zellen. Habe ich jetzt irgendwas geöffnet? Habe schon was geöffnet. Wo geht's hier hin? Ich schaue mich viel zu viel um. Ach, hier sind wir. Ach, dann haben wir... Ach, das ist schön. Das ist ja schön. Jetzt sind wir hier, alles klar. Das ist wohl eine kleine... Dann haben wir eine kleine Abkürzung. Das ist auf jeden Fall cool. Finde ich ganz nett, ja. Ja, doch. Mann, wir müssen jetzt auch mal weitermachen, ey. Mensch. Hier, die mal. Ja, hier. Ih. Geil, Kakerlaken. Kannst du erstmal fressen. So, was ist mit dir? Du bist tot? Der hat es auf jeden Fall schon hinter sich. Ich beneide ihn. Ich beneide ihn sehr. Ich wollte gerade. Ich dachte gerade, hier liegt ein Pizzakarton, aber das ist einfach eine Schale. Ne? Kollege? Wollt mal kurz hier wegen Thumbnails, ne? Wisst ihr ja Bescheid? Denkt da auch irgendwie so komisch auf 7:30, ne? Beziehungsweise 2:30 mehr. Gut, hier geht's nicht weiter. Also gut, wir gehen jetzt mal zurück. Wir müssen jetzt auch mal langsam hier ein bisschen, jetzt kriegen wir heute ja gar nichts mehr geschissen. Was? Nein! Ich meine... Hau ab! Geh weg! Misty! Komm, 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 komm! Da kommt das blöde Drecksding ab! Wir sind tot. Wir sind tot, Leute. Wartungszugang verschlossen. Ich bleib mal kurz hier, ja? Oh, da kommt das Drecksvieh plötzlich von hinten rausgeschissen, Alter. Ey, wie mies. It's Schnuppi Time, ey. It's Schnuppi Time. Was macht die Aufnahme? Die nimmt auf? Gut. Nein, nein, ich bin nicht da. Bin ich zu Hause. Gehen Sie bitte weiter. Nee. Bitte komm nicht runter. Bitte komm nicht hier runter. Danke. Jesus Christus, danke. Oh. Gut, dass ich nicht so blöd bin, wie du aussiehst, ey. Wenn er jetzt gleich hier rausgeschissen kommt, ne? Ein Audiolog. Den hören wir uns mal kurz für unterwegs an, ja? Machen diese Aufzeichnung für alle, die nicht hier waren, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Es gibt einige Leichen, aber... Die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten.
Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass wir es eine Woche aushalten. Wo ist es? Ich habe Angst. Da hinten. Das ist schon wieder hier durch die Decke durchgehopst, ne? Hallo! Dann mach doch mal was, du dummer Androide, Alter! Hau ab! Ich meine, bleib hier! Komm, hüpf da rein, bitte, hüpf da rein! Hüpf doch mal wieder irgendwie in den Lüftungsschacht! Oh, jetzt latscht er hier die ganze Zeit rum! Bisschen dumm ist der aber schon, wenn er uns hier nicht sieht. Da muss ich mal kurz hier... Hau ab! Oh, Mann. Der hört... Oh, ich darf den Sender hier nicht, den Scanner nicht benutzen. Oh, Mann! Ich kann nicht ausmachen, wo er die ganze Zeit latscht. Oh, bleib doch mal in einem Raum drinne. Halt die Klappe! Gegenüberricht in Apollo. Gefahreneindämmungsverstoß verzeichnet. Ja, genau, geht dem mal hinterher. Ich latsche ihn mal eben schnell hoch. Ich will speichern. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, ich beende mal eben ganz schnell die Folge an dieser Stelle. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. So, sperren Sie das Treppenhaus ab. Ja, machen wir. So, tschüss.